So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Abenteuer auf diesem Kanal. Um besser zu sagen, Link's erstes Abenteuer auf diesem Kanal, denn wir spielen The Legend of Zelda Link's Awakening in der DX, also in der farbigen Variante für den Game Boy Color. Die Originalversion erschien 1993 und 1998 erschien die Deluxe-Variante von Nintendo entwickelt natürlich. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel. Wir nennen uns einfach mal Flo und nicht Link, so wie es die meisten machen. Also, die meisten nennen sich ja Link, aber wir nennen uns einfach mal Flo. Ein bisschen Individualität in diesem Let's Play. Und wir pennen erstmal ganz klassisch in Zelda Let's Plays. Aber stehen wir auch einfach auf. Gott sei Dank, ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kukulint. Bist du in Ordnung? Ich glaube nicht. Wer bist du denn? Endlich bist du wieder auf den Beinen, Flo. Heißt du übrigens Tarin. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Das steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier bitte. Dankeschön, Mario. Du siehst halt aus wie Mario. Du hast deinen Schild wieder. Halte den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. Okay, machen wir doch. Hühner schlagen kann ich eh nicht. Ich habe kein Schwert. So, erzählt ihr mir noch was, wo mein Schwert eigentlich zu finden ist? Oder muss ich das alleine rausfinden? Am Strand unten, dort wo ich dich gefunden habe, wimmelt es von Monstern. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Gehe den Weg entlang nach Süden. Okay, da schauen wir doch gleich in Kürze mal hin, aber erstmal schauen wir uns hier ein bisschen im Dörfchen um. Hier kommen wir eh noch nicht lang. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du alle vier Knöpfe auf einmal drücken. Drücken mit KK, okay. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Ja, wie die ganzen Kinder hier nicht wissen, was bedeutet, wenn man speichert oder dass die nicht wissen, dass die in einem Spiel sind. So, hier sind wir im Laden, aber der ist so überteuert. Aber zu dem kommen wir später nochmal. Naja, wie dem auch sei. Wir schauen uns erstmal kurz in dem Dorf hier um. Hier ist auch noch nicht viel zu holen. Naja, zu schweren bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Ich weiß, ich bin ein Schwächling. Es scheint, dass du nach dem Abspeichern wieder an der Tür beginnst, durch die du zuletzt gegangen bist. Ich verstehe das auch nicht, aber ich bin auch noch zu klein. Ja, na klar. Wie die ganzen Kinder einfach nur sagen, ja, ich bin zu klein, ich verstehe das alles nicht. So, wer bist du? Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papa. Papa. Und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Nein. Nö. Sie sehen alle gleich aus. Auch ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich sah eine in der Spielhalle. Ja, das ist eine große Tauschquest, die wir auch wahrscheinlich noch in diesem Part angehen werden. Mal schauen. Mal schauen, wie weit wir kommen, wenn wir die wirklich in diesem Part angehen können. Hier ruht der fliegende Gockel. Wunderschön. So, hier waren wir schon. Mal alle Felder absuchen sozusagen, die hier im Dorf rumgeiern. Ja, nicht viel. Dann gehen wir mal in das Telefonhäuschen. Das ist die Seelsorge sozusagen. Tut. Ja, hier Eurira. Frage mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt und sonstige Probleme hast. Tschüssi. Klick, tut. Naja, ich brauche keine Seelsorge im Moment. Vielen Dank dafür, aber nein. Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, mir auch. Wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Er scheint, Eurira ist sehr schüchtern. Ein dezentes bisschen. Ring, 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 klack. Hallo, ist dort die Pizza der Mario? Nun, ich hätte gerne die 4 mit Schinken, die 9 mit Mais, eine Lasagne und 2 Tiramisu. Wann können sie kommen? Klack, tut. Der hat sich wohl verwählt. Ganz dezent, aber ich meine, Eurira hilft bei Problemen in der Welt, also vielleicht bietet er auch Pizza an. Nobody knows. So, was ist hier los? Hallo. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen, ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes hast, nur her damit. Ja, gerade nicht. Gerade habe ich nichts für dich, du. Dann aber mal hier rein. Bonjour, mein kleiner Stropi sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ja. Kleff, kleff. Wow, wunderschön. Wunderschöner Hund, Kettenhund. Wie gesagt, Mario-Gegner. Oder auch Kirby-Gegner und sowas sind in anderen Spielen sehr verbreitet. So, hier ist ein Angler. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch.
Nee, du, das ist schade, Angel macht so großen Spaß. Ich kann kein Hamburger Dialekt, aber ich versuch's trotzdem. Muhahaha. Na gut, dann suchen wir erstmal jetzt am Strand entlang, würde ich sagen, bevor wir hier weitermachen. Da kommen wir eh noch nicht rein. So, was sagt ihr hier? Ich habe gehört, dass du Select drücken kannst, um auf die Karte der Insel zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Zeige ich euch mal. So, da, Insel. Zack, fertig. Wenn alle Herzen fast leer sind, solltest du dich schnell in ein Haus oder eine Höhle begeben. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Okay. Ja gut, hier ist so ein Tutorial-Buch, glaube ich. Das sind Tutorial-Bücher. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt alle zu lesen. Wurmpalast, Torongas, was? Torongasstrand? Torongasstrand, okay. Wie auch immer. So, hier nach rechts wollen wir nämlich noch gar nicht zum Wurmpalast. Das ist nämlich der erste Dungeon. Da kommen wir später noch hin. Da kommen wir zur Genüge hin, würde ich sagen. Von daher schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen weiter unten an, denn wir sind hier auch schon am Strand. Vorsicht, Seeigel, mit dem Schild zur Seite schieben. Und ja, wie gesagt, Kirby-Gegner, hust, hust. Ein paar Gordos, wie sie genannt werden. So, haben wir hier noch was am Strand, außer gefährliche Sachen? Ich gehe erstmal wieder zurück. Ich gehe, glaube ich, erstmal, bevor ich kein Schwert habe, mache ich hier gar nichts. Ich habe keine Lust, gepiekst zu werden oder getroffen zu werden oder so. Nee, lassen wir das mal lieber. Suchen wir uns erstmal ein Schwert, das hier wohl wahrscheinlich am Strand rumliegen wird. Einfach so. Aua, hey. Aus dem Weg. Doof, Stachelkugeln. So, kann ich euch da in die Enge treiben? Nö. Aber ich kann... Ne, ich geh weg. Ich hau ja schon ab. Tschüssi. Was ist also dein Schwert? Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so aufgeregt sind. Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann, der käme dem Wimfisch zu wecken. Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. Du solltest nun Richtung Norden gehen, in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort. Aber erst später. Erst später, das hat alles seine Zeit. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, den Namen Flo darauf zu lesen. Ja, das bin ich tatsächlich. Wunderschön. Ein bisschen anderes Jingle als das normale Zelda-Jingle, aber auch nicht schlecht. Ja, mein Schwert ist auf A, ein bisschen komische Knopfbelegung hier noch, muss ich erstmal wieder lernen. So Gameboy-Knopfbelegung ist halt immer ein bisschen seltsam. Okay, man hat halt nur zwei Knöpfe zur Verfügung, von daher können die Entwickler da auch nicht viel für. Aber naja, wie dem auch sei. Schauen wir doch einfach mal weiter. Hier gibt es scheinbar noch nicht viel zu holen für uns. Von daher würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal wieder zurück. Gucken. Der Affe, sagt er was? Oh, okay, der wirft nur Sachen auf mich. Ich gehe da mal wieder. Ich habe schon verstanden, dass ich hier nicht willkommen bin. Und wer bist du denn? Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames Hobby, stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Was für ein ekliges Hobby. Aber jeder braucht ein Hobby. Von daher, lasst euch nicht aufhalten, Jungs. Ja, würde ich einfach mal sagen. Dann schauen wir einfach mal in Richtung Dorf zurück nochmal. Bevor wir jetzt zu dem Wald oben gehen, will ich nämlich nochmal kurz was gucken, ob wir im Dorf noch irgendwas erledigen können. Wenn nicht, dann nicht. Beziehungsweise wir hatten ja auch noch auf der Karte hatten wir noch so einen Abschnitt gesehen, auf den wir noch nicht zugreifen konnten, weil da Büsche versperrt waren. Und da wäre ich auch ganz gerne nochmal hinschauen. Werde gleich wissen, was ich meine. So, das ist hinter den Kindern auf jeden Fall gewesen. Diesen Brunnen sozusagen will ich mal erkunden. Schauen wir doch mal, was dort drin ist. Ein Herzteil. Ja Mensch. Ein Herzteil. Drücke Select im Untermenü, um die Anzahl festzustellen. Ja, später. Jetzt brauchen wir das noch nicht festzustellen. Wir haben ein Herzteil. Mehr gibt es nicht gerade. So, bei dem Angelminispiel kann man übrigens auch ein Herzteil gewinnen, aber das, dafür haben wir jetzt noch nicht genügend Geld, sag ich mal. So, man kann übrigens auch eine Werbeattacke machen, wie typischerweise Link in jedem Spiel machen kann. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja. Aber was das sein wird, das erfahren wir wohl auch erst später. Ich würde sagen, ja, schnetzen wir uns hier mal kurz durch. Und dann schauen wir einfach mal in den Zauberwald. Ich glaube nämlich, hier können wir jetzt noch nicht viel machen, solange wir noch nicht großartig viel Geld haben.
Ja, schauen wir doch einfach mal zurück. Schauen wir zurück in den Wald. Wir schauen nicht zurück, sondern wir schauen hin in den Wald. Weil da waren wir ja noch nicht. Von daher. So, oben ist der Zauberwald sein. Zauberwald, schau da. Gruselig. Wie gruselig. Ich habe ja förmlich Angst. Willkommen im Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Kein Weg führt zur Außenwelt. Erst wenn der Wimpfisch wach ist, könntest du die Insel verlassen. Du musst wissen, auf der Insel Kokolint herrschen andere Naturgesetze. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen. Um den Wimpfisch aufzuwecken, wirst du einiges erleben. Warst du schon am Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet. Der Wimpfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte. Nein, wir waren da noch nicht. Aber ich denke mal, wir werden uns noch in diesem Part dorthin begeben. Mal schauen, wie es läuft. Eventuell werden wir uns in diesem Part noch dahin begeben. Aber erstmal schnetzeln wir uns durch den Wald hier. Jojo, das muss ja auch gemacht werden. Ich werde nicht jeden Gegner besiegen, aber so ein paar, für ein paar Rubine vielleicht mal. Ja gut, die geben gerade irgendwie nicht wirklich Rubine ab. Okay, hier unten können wir noch nicht viel machen. Dann schauen wir doch erstmal nach oben. Da ist ein Waschbär. Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Okay. Hehe, du wirst dich verlaufen. Nicht sorgen dafür. Hehe, verlaufen. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Toll. Wunderschön. Bringt halt gar nichts. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Okay. Na gut. Von mir aus. Okay, also da kommen wir erstmal noch nicht lang scheinbar. Aber jetzt sind wir irgendwie komplett woanders. Ein Götterhorn. Er reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Also sozusagen ein temporärer Verteidigungsboost. Okay, in diese Höhle gehen wir in Kürze. Erstmal schauen wir uns hier weiter um. Ich will erstmal gucken, was hier noch so ist in diesem Wald, bevor wir uns jetzt in diese Höhle begeben. Die sehr verdächtig aussieht, möchte ich mal so hinstellen. Aber ja. Ich denke, das wird wohl unser nächstes Reiseziel werden, die Höhle. Aber schauen wir doch erstmal. Ja, hier ist hier nicht irgendwas? Sollte hier nicht eine Feenquelle sein? Ich habe das Spiel halt einmal schon gespielt, aber ist halt schon ewig her. Naja, wie dem auch sei. So, jetzt schauen wir nochmal den Weg zurück, bevor wir da wieder zum Waschbären kommen. Ja, oben kommen wir zum Waschbären, okay. Dann gehen wir einfach mal rein in die Höhle und schauen, was uns dort erwartet. Weckt euch, ihr Fledermäuse. Natürlich brüchigen Stein wollen wir nicht antatschen. Das sollte selbstverständlich sein. Naja. Ist ja typisch für die 2D oder die älteren Zelda, so brüchige Böden irgendwo hinzupacken. So, den Stein können wir aber witzigerweise verschieben. Und du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. Sehr schön, um es mal mit YouTube-Kacke-Worten zu sagen. Oh Gott. Geht doch weg. Ich habe nicht mit euch gerechnet. Ey, nein, ich will jetzt noch nicht sterben. Das wäre ein bisschen zu früh zum Sterben. Okay, ich glaube, an das Herzteil kommen wir noch nicht ran, dadurch, dass wir diese grünen Dinger noch nicht beseitigen können. Von daher gehen wir einfach erstmal hier weiter. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich sterben. Du hast eine Schlummermorche gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Wie ekelhaft. Ja, gibst du mir ein Herz? Gibst mir natürlich kein Herz, dankeschön. Danke für nichts, mein Freund, danke für nichts. Das hätte mir sehr geholfen, hättest du mir jetzt ein Herz gegeben, aber das Spiel dachte sich so, nö, der braucht keins. So, wie komme ich hier zurück am dümmsten? So irgendwie, so kommen wir zurück. Okay, fein. Oh, mit euch habe ich jetzt gar nicht gerechnet gerade, ich hab vergessen, dass die da wieder erscheinen. Ja, wunderschön. Erster Tod im ersten Part, wunderschön. Naja, macht nichts. Allzu schlimm. Ich bin FlassTV, der Let's Player mit Fail-Garantie, also was erwartet ihr? Erwartet ihr 1A Gameplay? Nö. Das dürft ihr nicht verlangen bei mir. Solltet ihr auch wissen. Mittlerweile. Wer mich vielleicht schon von früher kennt, sollte das erst recht wissen. Aber ja, das Schöne ist ja, dass ich dieses Let's Play hier noch aufnehme, bevor überhaupt irgendwas anderes auf meinem Kanal kommt, weil ich habe bis jetzt noch nichts hochgeladen zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme erstelle. Also kann ich mir ganz entspannt Zeit lassen für Zelda. Ich denke mal, ich lade alles erst hoch, wenn ich Zelda abgeschlossen habe. Also beziehungsweise schalte dann alles erst frei. Hochgeladen ist alles schon, aber dann schalte ich es quasi erst frei. So, aber schauen wir doch einfach mal. Ja, haben wir wieder einen Götterahorn. Da wisst ihr ja, was der jetzt mittlerweile macht.
Okay, gut. Dann einfach mal. Erstmal euch Gegner hier killen. Wir machen übrigens bei Zelda 20 Minuten Parts. Ja, diese Gegner hier sagen in der Originalfassung des Spiels, glaube ich, was ganz Lustiges. Nicht ohne Kondom. Oder so. Und wir müssen jetzt zu dieser Hexe hier. Hallo. Brauch ihn bei, den Pilz im Wald, und mach dir fix sein Zaubermix. Dann rüsten wir den Pilz doch mal aus und geben ihn der Hexe. Ah, es hat eine Schlummermorchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Hihihi. Wunderschön. Das Pulver ist fertig. Ich probiere es gleich mal in der Hütte aus. Verschwende es jedoch nicht unnötig. Okay, das Zauberpulver gehört nun dir. Probiere, was du damit besprühen kannst. Beispielsweise das hier. Feuer. Manche Gegner ändern ihre Gestalt und du kannst sie bezwingen. Hast du keines mehr, bringe mir ein paar Pilze. Dann gebe ich dir wieder etwas davon. Es wäre so cooler gekommen, hätte sie hierbei gereimt irgendwie so ein bisschen. Oh, ich mach dir den Zaubermix fix. Und übrigens, ja, das kann man natürlich auch machen mit den Gegnern. Wunderschön sehen sie dann aus. Bringt zwar nicht viel, aber trotzdem. Wollte ich nur mal Zeit haben. Warum auch nicht? So, Herzchen können wir gebrauchen. Nicht, dass wir nochmal sterben. Das wäre jetzt nicht so schön. Ich möchte nicht zweimal in diesem Part sterben. Das wäre jetzt nicht so. Also einmal pro Part sterben lasse ich zu, aber nicht mehrmals. Das wäre jetzt nicht so schön. Das wäre nicht angebracht. Nö, nö. Na gut, dann gehen wir einfach mal zu den Waschbären wieder und besprühen den einfach mal damit. Ich meine, das wird ja wohl einen Grund haben, dass wir das bekommen haben. Also nein, das weiß ich natürlich noch, wie man das hier machen muss. Also komm her, mein Waschbär. Und lass dich besprühen von mir. Das klingt ein bisschen widerlich. Ist es vielleicht auch. Aber das macht ja nichts. Und er dreht vollkommen am Rad. Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hältst mich für verrückt? Nö, ich weiß, dass du gerade ein Waschbär warst, Kumpel. Es ist ein bisschen... Ja. Nun hast du den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Ach nee, hätte ja gar nicht erwartet, du. Uhu, nimm diesen Schlüssel, geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Wimpfisch wartet bereits. Okay, super. Das ist ja toll. So, kommen wir hier irgendwo weiter? Nö, hier kommen wir erstmal nirgendwo hin. Okay, dann gehen wir halt wieder auf den normalen Wege zurück. Und schauen einfach mal in Richtung Wurmpalast. Ich denke mal halt, wir werden noch nicht die Bomben holen, oder? Obwohl ich habe eine Idee, was wir jetzt noch machen können in diesem Part. Wir gehen noch nicht zum Wurmpalast. Es kann sein, dass der erste Part direkt mal ein bisschen länger geht als angesetzt, aber naja. Schauen wir mal. Ich will halt noch eine Sache zumindest holen in diesem Part und danach fordere ich mein Glück ein bisschen heraus quasi. Nämlich, wir wollen jetzt in den Laden, in dem wir vorhin nicht reinkamen. Das ist nämlich diese Lotterie, von der die Frau sprach, und dort gibt es die Yoshi-Puppe. Oh, Achtung, den Hund nicht angreifen. Ja, hier spielen wir einfach mal eine Runde. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Zock. Mit dem A- und B-Knöpfen bewegst du den Kran, der Rest ist Timing. Gehe vor die Knöpfe. Viel Erfolg. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit B starten. Dann setzen wir uns so hin und... Scheiße. Ich glaube, das war verkackt, oder? Kriegen wir die Yoshi-Puppe? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen daneben gegriffen, ne? Ja, schade. Oh, cool. Gleich nochmal. Wir hören die Yoshi-Puppe danach. Und danach spiele ich das Spiel noch ein paar Mal, dass wir im nächsten Part ein bisschen mehr Geld haben. Okay, so machen wir das. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, ich denke, das ist ganz okay. So, das Spiel ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Wir hören jetzt erstmal die Yoshi-Puppe. Wenn der die jetzt nimmt. Ja, okay, jetzt nimmt er sie. Fein. Danach beende ich auch den Part und ich farm dann für den nächsten Part hier ein bisschen Geld. Also nicht wundern, wenn ich im nächsten Part dann etwas mehr Geld habe, als ich vorher noch hatte. Von daher. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich, du liebst Yoshi. Na gut, aber für diesen Part soll es das gewesen sein. Für den nächsten Part farm ich ein bisschen Geld. Und dann sehen wir uns im nächsten Part an dieser Stelle wieder mit hoffentlich mehr Geld. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.